Ja. Hallo. Willkommen zurück. Hi. Hallo. Hallo. Minecraft. Ich Hockey hat mein Schwert mit Feuer verzaubert und jetzt können wir mal ein bisschen Feuer direkt gebratenes Hühnchen gemacht. Und jetzt kann sich einfach schau mal einfach so das Futter mitnehmen. Moggy, hast du euch Gott, das ist Hockey. Als ob Moggy direkt zum Imbiss geht. Geil, oder? Du tötest der Kuh direkt die geilen Steaks. Ich sage, ich habe die Kuh angegriffen und sie hat gebrannt und ist herumgelaufen. Du hättest sie auch nochmal bleiben können, aber sie wollte sie leiden lassen. Die Geräusche. Nicht die Geräusche. Habe ich ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, das war wirklich grausam anzusehen gerade. Ich war auch voll geschockiert, ich habe kein Wort rausbekommen. Okay, ihr könnt jetzt wie das im Real Life abläuft. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren auf YouTube raten, wie lange Moggy in diesen Genuss von diesem Verbrennungsschwert kommt, bevor er wieder alles an Lava verliert. Denn wir gehen heute in den Nether. Ich glaube, es wird irgendwann passieren, dass er einen von uns damit Nether Time. Und dann brennen wir gehen wir zum Portal, oder? Jo. Ich habe mich verlaufen. Let's go. Schick mir nochmal die Koordinaten, Jungs. Ich bin vom Dorf. Der böse Blick, genommen dadurch, Mave. Hör doch auf. Der böse Blick, der mir noch umgeworfen wurde. Wenn der töten könnte, ne? Der wäre messerscharf. Wie mein Schwert. Puh, dein Blick ist messerscharf. Johnny, was hast du getan? Halt die Schnauze. Bin doch echt da. Ich hab den Cobblestack vergessen. Johnny, was hast du getan? Der Sound. Ah ja, Cobblestack. Ich nehm auch mit. Ich hab einen Erdbeer. Ja, was ist denn Warum geht das nicht mehr? Okay, was machst du da? Hä, es ging doch gerade eben. Warum ist die Kiste noch offen? Nein, Johnny, wieso? Aber spawnen wir dann woanders? Warum sind die ganzen Stacks weg? Was? Oh, in der Müllkiste. Der nimmt doch Schwarzstein mit. Was für Stacks? Zum Cobblestone? Oh, ich hab bei Standardblöcke geschaut. Es gibt super viel Cobblestone. Ja, wir haben super viel. Ich dachte, es wäre ein Standardblock und nicht Müll. Moggy, hast du schon die Kunst im Schlafzimmer bewundert? Nee, was ist da? Oh, ne. Ich glaube, sie haben ein Steak an die Wand geklebt. Und außerdem wolltest du, glaube ich, noch lernen, wie man richtig craftet, oder? Also, wie man ein bisschen cleverer die Sachen verteilt im Tisch. Och, also, gehen wir doch nicht in den Nether, Jungs. Dafür gehst du in den Nether. Das ist ein gutes Stück Fleisch. Oh nein! Danke, das ist mein Stück Fleisch. Jungs. Oh Mann, ey. Ja, hast du das Stück Fleisch gesehen, Fulli? Ja, ich hab's gesehen. Und? Aber er hat es nicht kommentiert. Naja, was kann ich jetzt so die Kartoffeln hat es auch ein bisschen getastet würde. Schon. Mein Stück Fleisch werdet ihr lieben. Die Kartoffeln kommen nur normal raus. Das keine Kartoffeln. Nee, sonst kriege ich eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Rein da! Hui! Ich hoffe, ich kann mich in Erfurt zurückhalten, Johnny. In Erfurt? Ja. Warte, hat nicht irgendjemand von euch nochmal das Fernrohr? Nee, ich wohne nicht in Erfurt. Warum ist hier so viel Stein überall? Warum ist denn der Kleine so schnell weggerannt gerade vor Angst? Das ist ein anderes Loch, oder nicht? Nein, wir sind richtig. Ja, das Problem hat man öfter. Ich habe diese Steinschätze gemacht, schon mal, ich habe auch so Steinsäulen gemacht, damit wir, wenn wir irgendwo weiter weg sind, es finden. Damit wir sehen, oh, das Cobblestone, weißt du. Oh mein Gott, er hat so ein bisschen so Arme in die Welt hineingelegt. Ja, ich dachte, wenn wir irgendwie Wand oder sowas, dann sehen wir vielleicht eher das Netherportal. Der Hockey hat Tentakel ausgebreitet. Ich denke, das ist gar nicht so doof. Und das geht vor allem an Hockey. Ich bleib bei der Gruppe. Nicht. Nee, so dann lauf ihr vor. Ich muss nicht vorlaufen. Lauf du vor, komm. Hier. Ja, wir laufen Johnny hinterher. Johnny, okay. Johnny weiß den Weg. Ich habe im Urin, wo eine Festung ist. Okay, Jungs, aber wer hat mein Fernrohr von euch? Ich. Okay. Das behalte ich jetzt auch. Du hattest ja noch keins, oder? Ja, ist mir auch egal jetzt, ob du das haben willst wieder oder nicht. Ja, du brauchst doch gar nicht so Kratzbürste. Auch Rick hat ja gar kein Schild, fällt mir gerade so auf. Ja, ich habe auch kein Schild, ne. Hier ist ein bisschen kratzbürstig heute. Hier ist noch so ein bisschen Ausschnitt unterwegs. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ah, Johnny hat auch kein Schild. Hey, ich habe Johnny aber extra ein Schild gekriegt, um halb fünf. Ja, und ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Johnny, hast du dein Schild? Wir haben halt so früh angefangen aufzunehmen, Moggy. Da kann man nicht frühstücken. Nee. Also hier ist keine Festung. 2 Uhr. So, Maeve, da soll ich nicht revanchieren bei dir? Da! Wirklich, ist das? da drüben ist keine. Als ich geschubst habe, wusste ich schon, irgendwo im Nether werde ich runtergeschmissen von dir. Moggy, hast du eigentlich dein Bett dabei? Wer hat ein Bett dabei? Hast du dein Bett dabei? Ich? Ja. Nee, niemand hat davon was erwähnt. Okay, ja, natürlich musst du dein Bett mit haben. Ja, ich habe weißt du, dass auch irgendeine Scheiß passiert, wenn man das verwendet? Nein. Rocky schon gesagt hat, nein, oh, ist eine Überraschung. So hab ich das nicht gesagt. Nein, ich wollte nicht, dass es eine Überraschung ist. Hockey wollte voll wegnehmen. Hockey macht mir, blockiert mir jetzt den Weg. Oh, sorry. Das passiert ständig. Mann, ja, ich will helfen, damit wir den Weg wiederfinden. Allerdings weiß ich immer noch nicht, warum wir uns nicht einfach aufteilen und dann sagen, wenn wir eine Festung haben, dann geht's doch viel schneller. Ja, weil so viel mehr Spaß macht. Das hat vorhin auch nicht wirklich gut funktioniert. Ja, schon. Wir haben das doch noch gar nicht gemacht. Was für das hat nicht geklappt. Dann labern alle durcheinander und so. Klar, das hat nicht geklappt. Ja, aber wir müssen halt in alle Richtungen. Oh, zwei Enderperlen! Bis er eine Festung sieht, mehr nicht. Wo? Das ist Enderperlen? Ich trade gerade mit dem Typen. Warte, ich trade mal weiter mit dem.
Oh, hier oben. Ja, ist Gold dabei? Wir warten, Moment. Wir bleiben hier in der Nähe von Hockey. Oh mein Gott. Lass jemanden. Was denn? Zum Glück bin ich gerade gesprungen. Vielleicht ist der cool. Oh. Ja, okay, Mel, stell dich doch mal bitte an den Abgrund hier. Warte hier? Oh, schön hier, hübsch. Oh, ist ja richtig tief hier. Hier ist schon tief runter. Oh, sieht nett aus, ne? Okay, ich habe meine 5 Gold jetzt. Das war erstmal ein Hühnchen. Ist so nett hier. Okay, sonst habe ich nichts besonders rausbekommen, aber vielleicht relevant. Ich habe Schwarzstein bekommen. Das ist ja ein schlechter Moment hier, oder? Ich hoffe, mich stört niemand beim Karottenmampfen. Da geht's ja ganz schön tief runter in die Lava. Ich würde so gerne dich mit dem Pfeil gerade abschießen. Nett, jemand war schon in Baden-Württemberg. Stört niemand beim Mümmeln. Wie so ein Hase. Wo ist der Trade-Typ? Ich brauche ein bisschen Handeln. Da hinten war der. Der Traitor? Wo ist der Traitor? Hockey, zeig mir, wo der Traitor ist. Hat von euch, oder wie? Ich frage mich, wo der Traitor ist. So feige, wie er ist, hat er sich gefragt. Ich sehe schon. Also, bei mir hat es sich gelohnt. Oh, 2 Enderperlen, richtig stark. Das sind übrigens, wir haben kurz offscreen geschaut. Mein fucking Gott, wir haben eine Chance von 2,18%. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh, aber ein paar von meinen Sachen sind noch... Hä, wo denn? So fick bist du in Lava gefallen. Wo bist du hingegangen? Aber echt? Ja, wir haben. Bist du auf meine. Bist auf meine. auf meine Planke gelaufen und weitergerannt? Wie war das mit, wir bleiben alle zusammen? Ich war da, ja. Aber Johnny wollte ja nicht. Johnny wollte das jetzt aufteilen. Ich bin genau neben euch gestorben. Ja, gut, dann. Ja, aber wir haben noch Goldschuhe in der Base und so. Kannst dich ja schnell. Ja, das ist ein bisschen gelaufen gerade. Können hier auch, also ist okay, ich war ja für eine ganze Folge nur Gold sammeln und Eisen, ist okay. Ich habe halt einen kleinen Steinweg dorthin gebaut, wo wir sind. Johnny, du kannst dem einfach folgen. Ich habe selber auch Gold gesammelt, keine Sorge. Dann wirst du Gold gefunden. Ja. Keine Sorge, folge einfach dem Penis. Ich brauche doch gar kein Gold, ich brauche nur einmal Goldschuhe. Also mit mir handeln die nur Scheiße. Hä, aber die macht man ja aus Gold. Da unten ist ein Lavastein. Das Problem ist, ich habe alles von mir verzaubert. Ich habe die Spektralpfeile bekommen, Hockey. 11 Stück Spektralpfeile. Alter, die sind geil. Oh mein Gott, willst du die mal zeigen in der Aufnahme? Hast du Spektralpfeile in der Tasche? Aber wir können dir nichts abschießen, oder? Oh, sperr gerne Taschen. Wie rüste ich die denn aus? Also wie sage ich denn meinem Bogen, dass er die nehmen soll? Achso, ich glaube, er nimmt... Boah, gute Frage. Der nimmt automatisch die Pfeile, Ich glaube, er nimmt die einfach direkt die Spektralpfeile. Okay. Also in The Legend of Zelda The Wind Waker auf dem Nintendo GameCube muss man den Pfeilknopf gedrückt lassen und dann R oder L aber die abschießen, ist ein bisschen doof hier. Stimmt. Ist gerade schlecht. Ich schon, ja. Guest. Oh ja, ja, da vorne ist er, da vorne ist er. Da. Ich wollte mich gerade drüber bauen, ne? Da! Oh, stark. Uiuiuiui. Ich wollte einfach dodgen, aber du hast einfach zurückgeschaut. Boah! Wow. Ich hab. Oh, was habt ihr das gesehen? Let's go. Mit dem Pfeil hat den. Boah, krass. Alter, mach mich mehr geil. Johnny, hättest du das gesehen, ne? Das war wirklich Wahnsinn. Manu! Das war der erste von denen, den ich gesehen habe, dass er angreift. Ich habe ihn instant abgewehrt. Das ist okay, Mayfair, das Achievement mehr verdient als ich. Das ist okay. Oh nein, du hast auch einen abgewehrt. Ich habe 2 abgewehrt, aber ist okay, ich habe nicht getroffen mit den beiden. Ey, wir warten jetzt hier auf Johnny, oder? Ja, ich habe daneben geschossen und habe erst gesehen, nämlich die Kugel abgeschossen. Ja, ich baue schon gerade mal eine Brücke rüber. Ach, du wolltest ihn. Nee. Ich glaube, ich wollte ihn abschießen, nicht die Kugel. Materialien hab. Aber ich gehe jetzt erstmal looten. Hallo, Pigman-Zombie. Johnny, bring ein paar Cobblestone noch mit. Oh mein Gott. Ich habe 50 Cobblestones. Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall den Weg noch weiterbauen. Braucht jemand Cobblestones? Ja, guck mal, hier drüben. Hier. Ach, Junge, ich hab's nicht mal aufgenommen. Wo ist hier drüben? Oh mein Gott. Was ist denn los? Hast du die Aufnahme vergessen anzumachen? Ich hab meine Aufnahme ausgemacht, als ich sie angemacht habe. Oh mein Gott, was ist hier los? Was? Die alte lief anscheinend noch. Ja, okay, dann hast du es immer noch. Wo ist der Loot von dem? Ach, hier unten. Nee, stimmt. Nein, ich hab's ausgemacht, Mave, als der Part losging. Hier, Hockey, Mave, Johnny, Olli, komm mal mit. Hi, meine Folge ist verzögert und ich bin gerade in der Lava gestorben, im Nether. Hier, ich hab uns hier einen Weg drüber gebaut. Komm mit, dann können wir hier gleich weitergehen, wenn die anderen da sind. Wollen wir vielleicht, willst du... Ich hab alles verschissen. Wo ist unser Steinweg? Hier, drüben, hier. Also von hier kommen wir, schöne Steine haben? Nein, guck mal da. Ich hab uns drüber gebaut. Nee. Jo. Schuhe mache ich mir. Habt ihr den Pimmel gesehen? Der schießt jetzt was ab. Nee, aber von wo kommen wir? Wollen wir nicht auch, können wir vielleicht ein paar Steinblöcke noch im Weg legen, damit wir es wieder finden, wenn wir zurücklaufen? Stell den Pimmel an, Hockey. Soll ich noch Gold holen, um zu traden, oder? Ja,
Das Feuer, volle Kanone ab. Was ist denn da oben auf dem Pimmel drauf? Was ist denn das? Ach, ein Holzblock. Pass auf. Ich mach eine Art. Können wir später noch ausgeben zur Not. So macht der mehr Sinn. Warte mal. Nein, das ist jetzt. Jungs, ganz kurze Frage, ja? Wo seid ihr? Ja. Über diese Steinbrücke, die. Ja, über die Mogi gebaut hat. Die hat doch Mogi gebaut. Was? Ich hab die gerade gebaut. Was damit? Wollen wir da rüber? Ich hab die gebaut. Nee, lass doch eben auf Johnny noch warten. Ja, wir warten auf Johnny noch. Der nimmt doch eh nicht auf. Ja, eben. Also jetzt schon. Hi. Ich hab nichts verpasst. Ich hab nicht einmal Zeug wieder verloren. Okay. Kannst du mir das Stein geben? Ein bisschen Kabel? Oh, Mogi. Ich kann dir die Hälfte geben von mir. Wo bist du denn? Ja, ich bin neben Ricky Mania. Nee, hat er nicht auch noch? Ich bin bei Maeve und Fully. Sind hinten zur Brücke gegangen. Ich bin auf deiner Seite der. Oh, bei der Brücke. Da kann ja mal ein bisschen schwindelig werden, du. Uiuiuiui. Hoffentlich werde ich nicht zu sehr daneben laufen. Wait, wie funktioniert das Schild? Mogi, ich schubst dich gleich runter, wenn du stehen bleibst. Rechtsklick. Also, weil ich dich wegschubst. Ist das eine Drohung oder was? Man drückt sich zur Seite so, deswegen. Ich bin gerade angesprintet gekommen. Du musst wie jeder Vollbremse. Kannst du mir das davon geben? Vom Kabelform. Nee, Fully, wir fantasieren, wie es wird, wenn wir über die Brücke laufen. Ihr seid schon rübergegangen. Fantasiert ihr schon wieder? Wir haben es nur mit Metallschmutz drauf vorbereitet. Wir haben schon mal eine Trockenübung gemacht vorher. Okay, warte, was wollte ich noch dabei haben? Ui, Moggy, ganz schön wackelig hier die Brücke. Mehr brauche ich nicht, oder? Oh, Moggy, Alter. Heiß begehrte Reise. Oh, Moggy, bitte nicht. Scheiße, jetzt. Also, das ist ein ganz schlechter Moment. Ich hab wieder das Essen natürlich von dir. Nein! Was ist? Ja. Ricky. Genau in die Lava rein. Ah, Ricky auch in die Lava. Ja, ist mir auch passiert. Okay. Ich wollte mich tucken und ich hab STRG gedrückt statt Schiff. Och, Mann. Was ist so schön hier? Warum ist das auf einmal alles blau? Ja. Ist das deswegen Hockey. Hier kommen auch so große Geräusche und sowas alles. Das wird uns so weiterhelfen. Ich liebe den Pfad, den ich gebaut habe. Er wird uns so weiterhelfen. Nie wieder irgendwo durchbauen oder sowas. Ich habe richtig Psychose durchbekommen. Fully ist der so feige darüber schleicht. Hey Ricky, ja, was lass geht? Lass mich doch, hallo? Hallo. Wir haben zwei Leute, die da laufen. Das ist ein Plankenspiel. Das ist ein Plankenspiel VR gespielt oder was, Fully? Ja. Was, brauchst du irgendwas, Ricky? Ich brauche meine Schuhe, mein Mann. Ich bin nicht ganz getraut, rüber zu gehen. Vergesst nicht einen Goldschuh, damit ihr nicht angegriffen werdet. Ja, das mache ich gerade. Einen Goldschuh. Alter, heiß begehrt. Ich hab so viel Essen mitgenommen, ne? Ja, das ganze Gitte. Essen ist das Schlimmste, was ich jetzt von. Und meine verzauberten Sachen. Oh, stark, Mobi. Guter Einsatz. Guter ich Einsatz. Hatte das ja alles auch noch enchanted. Warst du ein Magier? Fucking never. Ich auch. Oh, sorry. Mogi, hörst du das, wie deine ganzen Diamanten, die du gesammelt hast, immer weniger werden? Nee, Diamanten sind mir egal. Sowieso seit das zu Es geht um Freundschaft, oder? Es geht um Freundschaft. Wir brauchen auch echt nicht so viele Diamanten, um das Gold zu bekommen, ne? Sag mal, kannst du, oder? Kann in diesem Nether eine Festung sein? Schön dir an. Okay. Warum kuschelst du ihn? Was soll das? Er war heiß. Wir schauen, wie viel Schaden das. Wir wollen ein bisschen mit Skeletten knutschen. Bisschen Nähe, bisschen Zuneigung. Immer wichtig. Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Das war eigentlich schon was Gutes, ne? Boah, das können wir ja wirklich hier jetzt. Eine Pizza. Oder Hocken, was halt das für nichts gut, ne? Nein. Da oben ist aber auch ich frag mich halt, ob wir hier in diesem Biom überhaupt Festungen finden können oder ob sie in diesem Biom gar nicht gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich überleg, ob ich gleich einfach... Nice, der Enderman! Glaubt ihr, der will brennen? Ich glaube ja. Oh ja, stark. Zieh durch. Kommt ihr bitte mit? Wollen wir nicht? Ich überleg, ob Ricky und ich einfach jetzt in eine andere Richtung gehen sollten. Nee. Ja, aber was, wenn wir da eine Festung finden? Ja, aber ach scheiße, hier waren ja noch Rüstungsteile, die ich hätte anziehen können. Oh Gott. Hat der wieder okay. Ricky, hast du schon eine Rüstung gebaut? Ja. Oh, hier ist das Spyglass, geil. Weil hier sind noch Schuhe, Hose und eine Goldschuhe. Da ist eine. Hast du schon Goldschuhe? Okay, nice. Ja, ich hab schon alles. Eigentlich sollte Moggy die haben. Yeah. Ich hätte mir nicht mal ein Schild gemacht. Moggy, weißt du was? Nee, warte mal, kann ich die nicht... darf die nicht werfen. Wirf die doch nicht. Ein Schild. Doch, einfach mit Kuh. Ein Schild? Oh, die echt? Musik, ja. Das fühle ich gerade. Gib mal, das ist dein Victor. Wenn du nicht weißt, wie man irgendwas craftet, kannst du es auch in-game halt in diesem Buch... Die einfach vorgeben. Fully. Geh einfach weg, Fully. Du musst. Das war so. Okay. Stark. Alter, das war gerade so schrecklich. Ich hatte mal so einen Albtraum, der war exakt das. Da haben Blauberschuhe. Hey, du hast mein Hühnchen genommen, Ricky. Diese Ringe so zusammen gemacht und haben die ganze Zeit verfehlt. Das war mein Traum. Ja, dann hol doch schon mal ein neues Paar dann. So war das gerade. Wir haben keine Hühner mehr. Das sind Hockey-Albträume. Schweine? Das ist wirklich ein Hockey-Albtraum gewesen. Baum. Gib mir mein Hühnchen. Ja, hier, wir haben Kühe, die werden gleich beide erwachsen. Ja, kann man sie ja töten. Es ist nur eins. Creeper! Oh Gott!
Oh, habt ihr die Farm gesprengt? Ihr jagt nicht unsere Farm. Ja, Ricky hat die Farm gesprengt. Du, ich hast daneben gestanden! Weil ihr habt die Farm gesprengt! Hä, wie, ich hab daneben gestanden? Du hast dich nicht daran gehindert! Ricky, halt du weißt, Schnauze. Dass auf ihn kein Verlass ist, Johnny. Du genau, nimmst das Johnny. Auf, oder, Ricky? Nein! Ich wollte gerade sagen, du kannst doch jetzt nicht so tun, als wäre ich das gewesen. Von alles. Ihr repariert die Farm. Vor allem, wieso hast du überhaupt versucht, ihn anzugreifen? Und ihr müsst von jedem Tier 2 wieder in den Käfig da bringen. Hinter dem Zaun warst du sicher, der hätte dich gar nicht erwischt. Was greifst du denn noch an? Wollen wir hier weitergehen? Oh mein Gott. Ich hab das Gefühl, je mehr Leute wir einladen, Ich wollte mich gerade fragen, wo wollen wir die Hühner hin? Und die Kühe sind weg. Ricky, was machst du Steine? Ich würde da versuchen, aus dem Biom rauszukommen. Ich meine, das bringen nichts. Die okay. sind hoch. Das wird also ich laufe einfach mal hinterher. Wir können auch also wieder zurückgehen. Hier kann keine Festung sein, ja, bei dem Biom. Ich glaub's. Meinst du, zurückgehen hilft uns weiter, aber da werden wir auch irgendwann zurückgehen. Hier kann ich mal ein bisschen in die Ferne gucken. Aua. Hoppala. Naja. Also was kann passieren? Das war ja keine wichtige Farm. Ja, der ist doch gut. Welche Farm haben wir zerstört? Das sieht so cool aus da hinten. Dorf. Warum? Wir haben keine Hühner und Kühe mehr. Auf die zu sagen, ich war das. Aber es endet hier nicht, ne? Es geht weiter hier. Wir haben unsere Farm zerstört. Man sieht halt nicht so ganz, wann es endet, weil es einfach, wenn man es betritt, hat sich der aber hier ist vorbei, ne? Gefärbt und sowas. Hier ist rot. Hier sieht es vorbei aus. Ja, hier ist rot. Auf der anderen Seite. Können wir wieder normal laufen. Da sieht er rot. Wenn wir eine Festung finden übrigens, dann bauen wir waren alle langsamer da unterwegs. Oh, ja, wegen dem Seelensand. Ja. Wenn wir also ich Festung weiß nicht zu 100%. Finden, ja. Dann bauen wir auf jeden Fall so einen Highway dahin. Eine ja, heiße ja, Quelle. Highway in die Nether? Ja. Wir müssen da unbedingt schnell hin. Ja, das ist halt, also ich weiß halt nicht, ob es bei diesen Seelensandgebieten das nicht gibt, aber ich glaub's halt. Ich glaub, ich hab kurz gesucht, aber ich finde nichts dazu. Glauben kannst du in der Kirche. Das war Amen, Jesus Christus. Kommt ihr hoch? Ich bin Chill mit Jesus. Wie sieht's aus? Was? Ich nenne ihn Chillus. Das ist mein Name. Ein Buch, das heißt Chill mit Jesus. Das oder Jesus Chillus. Da ist Jesus drin. Weil er so chill ist. Wie baut man denn ein Tor? Ja, mach ich gleich. Fünf Silbermünzen hat Judas bekommen. Wir müssen da erstmal Tiere reinmachen. Und in einer Geschichte geht es darum, dass Mädchen von ihren Eltern schlecht behandelt wird, dann ist sie ausgezogen und so und am Ende lernt sie, dass sie ihre Eltern besser ehren sollte und dann geht sie wieder zurück. Wow, das ist eine süße Geschichte. Mhm. Hat eine gute Moral, finde ich. Ja, es geht um Mädchen. Ach, warte, also haben wir jetzt ein anderes kleines Abenteuer. Es geht um Mädchen. Das ist eine gute Geschichte. Das ist das Einzige, was Hockey mitgenommen hat, gerade aus der ganzen Geschichte. Hä, was redet ihr? Ja, ich meine, das ist. Wollen wir hier gesagt. Einfach runterspringen und dann gucken? Nein, wir sollten. Wir runterspringen? Oder? Einfach nee, das überleben wir nicht. Sollen wir einfach die Lava nicht vorsichtig runterbauen? Warum nicht in die Lava springen? Hier so runter. Okay. Lava? Springen, Ricky? Was sagst du? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ja, würde ich machen. Also Ricky ist sagt, das sollten wir machen. Ich finde es witzig, ja. Okay. Baut mal eine Brücke runter. Okay. Oder eine Treppe. Ja, was denn? Wie stehst du zu Mädchen? Lass mich ruhen. Au, das ist echt viel Schaden gewesen. Ricky, hör auf! Das ist doch schön! Was zum Fick machst du? Ja, warte, ich wollte dir so einen Zwischenturm. Naja. So. Sei bloß vorsichtig! Ihm geht's gut, oder? Du schaffst das. Ich hab was Knacken gehört. Hast du einen Bänderriss? Ich glaub schon. Oh, das wünscht man keinem. Ich hab runtergebaut, weil ich dachte, das wäre ein ganzer Berg nach unten. Aber das darf man nie machen. Wirklich, das ja, ich dachte, ihr seid ja auch runtergekommen. So gefährlich kannst du nicht sein. Und dann siehst du echt voll wenig in die Ferne. Wo seid ihr hin? Das ist ja furchtbar, ey. Runter einfach gelaufen. Wir sind genau hier ein bisschen weiter runtergegangen. Runter, ja, so. Wir können genauso weit gucken wie bei Lethal Company. Oh, oh, oh. Achtung. Oh, oh. Oh, oh. Okay, Morgi, deine Chance. Sie hat ein rotes Haar. Hast du mit dem Pfeil zu mir geschossen? Ja, ist ja krass, oder? Sie noch roch nach Bazaar. Und nach Bazaar. Wie hoch will denn noch fliegen? Okay. For the record, Ricky hat angefangen zu sehen. Ich hab Angst vom Gasrad. Ich hab mich angefangen. Wer hat angefangen, unser Lager zu zerstören? Das war Ricky. Ich glaube Johnny. Genau, wie du einfach die Burg dafür, das meinst du? Also ich weiß nicht, also Ricky hat dann gesagt, Johnny stand daneben und hat nichts gemacht. Ricky, also als aber ich damals Ricky zu Forrest dazugeholt habe, hat er auch direkt unser Lager in Luft gejagt. Aber nicht mit Absicht. Autsch. Ja. Ach so, diesmal war es mit Absicht. Ja, ist gut. Moment. Nein, Achtung. Ich hab Pulli dazu geholt, ich hab dich gar nicht dazu geholt. Ich bin echt, ich muss ja die Dinger zurückgeschlagen. Komm schon, ja, der ist für mich. Ich hab hier ein Hühnchen, aber hier gehen nicht auf Beifahren. Okay. Aber hier auf Körner. Moment. Komm mal her. Ich ziehe mit dem Schweinemann los, ich dachte, das wäre morgen wieder. Verzeihung? Hier ist eins, oder du nimmst auch noch eins. Ja, hier, dann hast du was soll das denn? Verwechslungsgefahr.
Wo kam das auf einmal her? Der ist auch so mitgelaufen. Moment. Ich dachte, ich hab's mit meinem Partner in Köln mit, ich hole da hinten noch einen Hund. Ach so, das ist ein hässliches Schwein, ich dachte, es wäre Moggy. Ey, ich hab nicht gesagt, dass es hässlich ist, ja? Doch, hast du. Außerdem stimmt das, die Pickeln sehen aus wie Moggys. Was, es stimmt? Hallo? Hast du Moggys kein Blatt vom Mundfuli, da bleib ich bei. Um den Schleim könnt ihr euch kümmern. Ja, ich hab... Ich mach das! Der soll doch, spring doch mal, komm, spring doch! Oh. Schubst du schon nicht runter, Alter! Springt. Vorsicht! Oh Gott, hab ich Angst vor dem. Mach mal auf das Tor! Achso, warte, komm mal. Welcher Junge macht dir so Angst? Mach mal auf! Wie kann der in der Luft schweben? Ich komm hier wieder raus! Dankeschön! Endlich, endlich! Bye! Das hat viel zu lange gedauert, den da runter. So, dann haben wir direkt wieder vier Stück. Boah, da unten sind so Magma-Blöcke. Ja. Magma-Blöcke. Also, aber jetzt mal, oh, ist mal, geht da mal als weg. Resümee schon mal erstmal jetzt mal vorweg. Das ist draußen. Der Nether ist bisher schon echt viel spannender als den du kanntest, oder? Komm rein. Nee, es sieht glaube ich ungefähr genau so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ah, nein, das haben wir Biome und so. Nein, gut. Ja, dem einen Biom kannst du langsam laufen und. Ich glaube, es ist drin. Es war so eine Art Wald. Das ist Wald, ja. Wald. Ist doch geil. Das mit der Kuh ist ein bisschen belastend. Ist mir aufgefallen, Fully. Ihr habt ja eigentlich. Mann, ihr müsst doch irgendwo weitergehen. So, auch noch Kühe. Geht's weiter. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ich nehme gerne noch ein Eierlikörchen. Ein Strickensekt vielleicht. Nee. Kühe. Mmh. Das ist so viel Lava, Mann. Es ist so viel Lava, mein Gott. Junge, was machen da wir denn jetzt hier? Immer nur am Palavern. Oh, ich glaube, ich suche jetzt keine Kuh, ich gehe jetzt wieder rein. Weil, ja, ihr seid nicht drin, was sucht ihr denn? Die Kühe wir und wir versuchen die Farm wieder aufzubauen. Wir haben die Farm gesprengt. Ach, wen jucken die dummen Kühe? Ja, finde ich halt auch, deswegen gehe ich jetzt rein. Ah, hier ist eine Kuh. Warte, komm mit. Ja, okay. Ah ja, sie sucht die Kühe, okay, zum Glück. Ich glaube, da wäre noch eine mehr gewesen, wenn wir nicht mein Schwert getestet hätten. Ich erinnere mich. Achso, die Kühe. Oh, das ist ja eine Babykuh. Es bleibt ja immer mein Ohr. Kalb, meinst du? Oh Gott, das fand's doch. Mann, das heißt so. Ich sag ja, das Kalb. Das hatte ich schon beim ersten Mal geschrieben, weil ich Babyhuhn und so gesagt habe. Ja, ich weiß. Das sind ja nicht Küken oder Kälber oder so. Ich finde, in Minecraft ist das alles nur Baby irgendwas. Was? Ich glaube, die heißt so. Also der Mob. Ja, heißt okay. Auch. Das Mob. Ja. Wo seid ihr hin? Jetzt sagst du jetzt nicht, es gibt einen deutschen Artikel für Mob. Oh, du bist der Einzige, der nicht bei uns ist, Maeve. Natürlich, der Mob, das Mob. Ja, das habe ich rausgefunden. Ja, ja, das dann habe ich ja recht. Ja, aber der Mob ist ja zum Wischen. Wir haben ja eine gute Aussicht von hier oben aus. Also, wir sind hier gerade bei Netherrack und wir sehen Lava. Ja, du hast komplett recht, Ricky. Du hast mich mit Netherrack gerade irgendwo rübergebaut gehabt und dann bist du verschwunden. Ja, ja. Nee, dann sind wir, Ich kann nochmal zur Brücke, wenn du willst. Ja, genau. Zu dieser roten Brücke, die du gebaut hast. Die war ja nur klein, die war ja nur ein paar Felder. Ich werde dir nicht freiwillig noch weiter rum. Warte, von welchem. Alter, man verirrt sich so schnell in dem Nether, das ist der Wahnsinn. Schade, ich glaube, der hat mit einer Kuh noch, dann hätten wir genug Kühe wieder gehabt und so. Ja, die wird erstmal größer, wenigstens haben wir eine. Nein, ich hab nichts, geh weiter. Ja, warte, dann lass doch eben hier ganz kurz die beiden Erwachsenen. Hä, von wo sind die denn gekommen? Oh mein Gott, das ist so schrecklich, Mate. Was? Oh Gott, ehrlich? Vorsicht, ein bisschen Angst. Ich seh dich. Ich glaube, sie haben Maeve gefunden. Oh Gott, okay. Maeve, bist du tot? Stimmt, es ging um Essen, ne? Du bekämpfst das Schwein. Ja. Soll ich, wenn ich das Schwein bisschen... Oh, ich hab so einen Turm gefunden. Also keine der Festung, aber das ist so ein Turm. Ich glaube, der ist übel gefährlich. Yo, Schweinebraten! Was hat's nochmal mit den... Oh, das Maeve, okay. Ist das ein Turm auf sich? Ich weiß nicht, das könnte so. Mach die Schafe auch noch und ich glaube, da können sie voll nicht lassen. Eigentlich können wir echt viel von den Schafen. Findet man in diesen Türmen nicht so dieses Zeug für Netherite und so? Die tot bis auf zwei und dann... Das oh. Ich glaube, das sind halt krasse Kisten und so, aber die sind ultra gefährlich, die Gegner, die das sind. Die sind neu, ja. Wir haben noch Zeit. Ja, ich glaube. Aber ich bin unsicher, ja, aber man kann ja trotzdem direkt. Das safe ist ultra mit Loot, aber das ist ultra gefährlich. Ich habe gerade eine Reizbeflutung. Ja, so runter zu wenn man reingeht. Ja, ich auch. Ich höre die Stimme und hier sind zu viele Leute um uns herum. Ja. Ja, der Proximity-Check. Wobei, das wäre auch gruselig jetzt, wenn die alle im Nether sind. Wollen wir in diesen Turm rein? Ich fände es aber auch cool. Mit dem Shader sieht das voll krass aus. Proximity wäre cool, ja. Warte mal, ich hole mal Mobby und Fully zu mir. Ui! Ich genieße die Aussicht hier. Ja, bleib mal stehen. So, kommen wir eigentlich auch wieder zurück, oder? Hier. Ach, da ja, kommen Sie. Hallo. Kommt mal zu uns. Wir haben was entdeckt. Okay. Oh Gott. Runter, Berg runterkommen ist immer leichter als hoch, habe ich recht? In dem Fall wirklich. Einfach springen. Einfach springen. Blau, wo bist du? Was machen wir? Wir springen. Au. Blau? Nicht blau, das ist Maeve X. Warum hast du dich versteckt, Hockey? Das ist einfach blau. Hockey wollte sich verstecken und hat gesehen, dass ich auch da stehe. Da hinten ist Mogi übrigens.
Kleine Randnotiz. Du meintest irgendwo in Folge 3 oder 4 oder so. Ich mach mal hier einen Screenshot für Thumbnail und so. Und auf, auf dem Bild, was du gemacht hast, war einfach auch der halbe Chat komplett drauf und alles, man hat nichts gesehen. Du kannst zwar F1 drücken. Und dann siehst du. Ja, stimmt, das geht auch. Kannst du die Vielfalt genießen. Lieb's. Das ist eine Festung, oder? So ein wunderschönes Regen. Nein, eben das hier sieht's. Stell dich neben mich, da machen wir einen coolen Screenshot. Da, ja. Okay. Das Springen sieht nicht so cool aus. Gehen wir rein, Ricky. Wir können auch dazu kommen, solange Ricky und Johnny nicht dabei sind, ist das echt gut für den Fun. Wir werden Essen gebraten. Das Problem ist, also das ist keine Nether-Festung. Ja, ich hab das Essen. Das ist auch eine neue Struktur, die dazu gekommen ist. Ja, da ist noch Essen drin rechts. Das sind so Türme, da gibt's, glaube ich, Loot und so, aber die Gegner drin sind super aggressiv. Aber Morgi, also siehst du diesen Rauch von der Lava, wie gut das aussieht? Okay, lass uns rauf. Ey, warte, ich war nicht auf dem Thumbnail drauf. Wir gehen drauf. Wir gehen drauf. Lass uns drauf gehen. Okay. Dann war ich alles. Nehme ich noch ein Boot mit? Der war nicht richtig im Bild. Nee, komm, wir gehen doch, doch, ich will Netherman einsperren. Warte, wo wollen wir hin? Super aggressive Festung oder was? Ja, also wir müssen da nicht rein. Da gibt's auf jeden Fall keinen Lohn, aber da gibt's halt vielleicht coolen Loot. Alter, die Boote, das ist schon fast Geschichte. Was existiert das überhaupt? Schon ehrenlos eigentlich. Für Netherite, soweit ich weiß. Also ich kann mich auch irren, berichtigt mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, hier kommt also dieses Zeug für Netherite her. Das ist so das Stärkste, aber was du bekommen kannst, über Diamant nochmal. Okay. Aber es ist ultra schwer, das zu farmen und so, deswegen machst du. Lass uns ein Netherite Beacon bauen. Eigentlich macht es für unsere Mission mit dem Enderdrachen macht das hier eigentlich keinen Sinn, glaube ich. Also wurde es auch noch schwerer gemacht, den Anfang der Strecke hat ohne Festung? Cobblestone hier, siehst du. Nee. Wo? Nee. Leider nicht. Ihr macht das schon nicht. Ich gehe dann mit. Ja, wir sollten da nicht rein. Wir werden da eh nur drin sterben, Maeve. Ich folge dem Blau. Aber vielleicht ist hier nicht auch, dass wir sterben werden. Zu welchen Koordinaten sollen wir denn gerade gehen? Dahinter. Oder ist es so eine Festung dahinter? Oder ist die auch nicht? Zu welchen Koordinaten sollten wir gerade... Ich dachte auch, da wäre eine Festung. Wo bist du jetzt schon wieder? Hockey, sag doch was, wenn du wieder zurückrennst. Aua. Okay, ich bin Jungs, ich weiß nicht, ob das. Es kann auch. Wir folgen erstmal, Johnny, wir folgen. Es kann auch dieser Schwarze. Wir sind unterwegs, sollen wir zu. Nee, das gehört dazu. Wir sind zu weit weg, ihr werdet nicht. Festung ist mit den roten. Ist mit so roten Ziegeln, das ist so ein schwarzes. So ein schwarzer Turm. Oh, die haben sogar Gold. Oh, guck mal die Krone an von den Teil. Einfach aus Gold. Oh, ja, wie gesagt, man kann hier ultra viel Gold haben. Richtig geiles Zeug. Man kann es richtig heftig looten, aber die Gegner da drin sind echt scheiße. Ah, ihr habt so eine Goldfestung gefunden. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir es riskieren sollten, um ehrlich zu sein. Da kann man irgendwas Krasses auf jeden Fall machen. Also wenn es uns nichts bringt, sollten wir es nicht riskieren. Naja, Gold und so ist natürlich nicht schlecht. Also da gibt es Goldblöcke oben, schau, da sind auch ein paar Goldblöcke. Nicht schlecht ist es nicht. Wie willst du es halt nach Hause retten? Nicht sterben. Ja, da sollten Rick und ich uns vielleicht ein Beispiel von. Also gemessen daran, wie weit wir von irgendwas entfernt sind, würde ich es, glaube ich, auch eher jetzt nicht machen. Ja. Okay, dann suchen wir weiter. Es ist halt, wenn einer von uns stirbt, ist halt für den auch direkt wieder das Video eben, kaputt. Eben. Und also ich war halt auf jeden Fall mal mit, wir haben ja auf Timos Server gespielt und da wollten wir natürlich. Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt, Johnny, lauf einfach drüber. Wir haben nach so einem Ding gesucht und es war, also wir sind wirklich tausendmal verreckt. Aber wenn ich runterfall, dann sterbe ich nicht. Okay, Hockey. So schwer ist das, ja, das ich ist hatte keine gute Erfahrung mit da reinzugehen. Ja, nee. Aber es gibt halt Gold. Ich kann da runter jetzt gehen zum Beispiel. Kannst du Screenshot machen von den Koordinaten und dann uns in eine Gruppe schreiben und dann. Nein, das kann ich machen eigentlich. Falls wir doch irgendwann, vielleicht haben wir irgendwann mal Bock. Wisst ihr, was smart wäre, wenn wir Obsidian mitgenommen hätten und jetzt hier vielleicht ein Nether-Portal nach Hause machen würden? Dann hätten wir hier direkt den... Ja, aber den auf der Oberfläche ist alles achtmal weiter weg, ne? Okay, hattest du mit Obsidian dabei? Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre 1 zu 1. Ah, der Penis. Das heißt, wir müssten achtmal so weit zurücklaufen. Ja, okay. Ja, scheiß drauf, lass die Nether-Festung suchen. Ja, kommt hier hoch, Leute. Hier, rechts von dir, hinter dir. Weitersuchen. Okay. Hier. Hinter dir. Es ist kampfig, so eine Festung. Johnny, wenn wir eine haben. Ich weiß nicht, wie unlucky wir sind, dass wir keine finden. Manchmal kann man. Ja, es ist, glaube ich. Ich glaube, es ist echt random. Oh Gott, der schmeißt mich. Vielleicht haben sie es auch einfach nur. Also, ich für meinen Teil bin noch nicht sicher, dass sowas überhaupt existiert. Doch. Ja, sowas hören wir nicht. Ich hab's nicht gesehen, also. Nicht im Buben-Playthrough, das wird nicht passieren. Das ist echt eine 1. Johnny, kommst du jetzt? 1. Fix sind die Steine. Schau mal. Hier, du bist. Da vorne siehst du diesen Glowstone da. Der sieht aus wie eine 7. Siehst du's? Ja, stimmt. Ja. Ich sehe aber keine Steine. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. 1, 7. 1, 7. Wann machst du das? Gas, da oben ist ein Gas. Siehst du die Steine, Ricky? Ah, jetzt sehe ich welche. Ach man, dieses Johnny? Scheiß Biom schon wieder. Ja, bitte? Bist du ein 17er? Ich bin 450er. Aber waren wir da drüben schon? Falscher 50er. Ist hier jemand runtergefallen? Ich weiß nicht, ja, ich bin gerade runtergefallen. Hä? Wenn, dann bin ich ein Zwanni. Wie bin ich denn da runtergefallen? Ein Zwambo. Pass auf, rechts von dir.
Aua. Nee, komm einfach weiter. Du etwa Ricky angegriffen? Oh, oh scheiße, weiter, das Skelett, der schießt mich runter. Ach du Scheiße. Freude. Nein! Oh Gott. Scheiße, ich hab noch drei Leben. Was war das denn? Okay. Ich bin runtergefallen, mich schießt gerade ein Skelett ab. Ich weiß auch nicht genau, wo er ist. Er ist mir noch gefallen. Ja, ist gut, ich krieg's hin. Alter, Hockey, das klappt wirklich mit diesem Hänsel- und Gretel-Move. Seid noch waren bei der 1? Wollen wir hier lang weiterlaufen dann? Aber sind, Ricky, die müssen ja, unfassbar wir sind weit weg sein. Runde bei der 1. Ja, der 1 ist nicht so. Ja, aber würde es nicht mehr Sinn machen, wenn wir in eine andere Richtung gehen, um dann eine Festung zu finden? Nö. Würd ihr schon weitergehen? Aber warum denn nicht? So, jetzt, ich würde mich auf Höcker warten. Ich dachte, Höcker läuft einfach hier rüber. Ja, ich. Aber. Jetzt bist du ja, Höcker ist in der Nähe. Wir sind doch gerade nur auf so einer Suche. Was ist denn dahinter gekommen? Da rechts außen rum. Hier ist doch eh Schluss. Ah, hier rum. Mit Stein. Ah, okay. Dann machen wir uns hier noch selber Brotkrumen, weißt du? Wollen wir hier weitergehen oder nicht? Ich baue hier rüber. Ich halte mich an dich. Ich weiß nicht, ob wir von hier kamen, vielleicht. Aber ich habe eh keine Ahnung mehr, wo was ist. Ohne was Erde? Oh, das gefällt mir gar nicht. Komplett. Oh ja, wir sind auch mega weit vom Netherportal weg. Was? Ich habe Erde, ja. Nee, und unter uns wir ist Erde. Wir finden auch keine Festung. Erde gebaut. Kommen wir jetzt runter? Oh. Ah, meinst du, da waren die? Mhm. Das gefällt mir nicht. Au. Oh Gott, ich bin gerade in ein kleines Loch gefallen. Ich dachte, jetzt ist vorbei für mich. Warte mal, ich soll hier runterspringen? Oh. Au. Ja, vier Herzen schaden irgendwann. Mein Bänderriss. Wir kommen nie wieder zurück, Jungs. Nur tot. Wir kommen nie wieder raus. Wir kommen nur tot zurück, glaube ich. Also wenn wir eine Festung haben, können wir uns Koordinaten aufschreiben und dann so einen Weg bauen dorthin. Ah, ja. Fuck. Ja, und ich dachte, dafür können wir uns auch aufteilen, bis wir eine Festung halt haben. Und dann treffen wir uns da. Also ja wir haben geklappt. Das ja, wir finden einfach keine. Weiß. Deswegen würde ich auch uns ja aufteilen. Das machen wir doch gerade. Na, ihr macht doch gerade. Ja, ein bisschen machen wir es ja. Wir sind doch gerade zwei Teams, oder? Oder seid ihr nicht im Desert? Mhm. Doch, wir sind Team Intelligent gegen aber euch. Aber wir. Oh mein Gott, ihr seid da unten! Ricky, wir sind da! Oh Leute, wir haben euch erreicht! Was? Oh nein! Was? Da oben sind die beiden! Oh nein! Ihr seid im Kreis gelaufen! ihr seid im Kreis gelaufen! Da sind wir. Oh ja, da oben ist die Steinbrücke. Oh nein! Die Steinbrücke haben wir gerade gemacht. Achso. Wollen wir dann ein bisschen rot warte mal. Wollen wir dann wieder. Ja, wollen, wir halt lieber, wollen wir dann komplett in eine andere Richtung gehen? Ja. Gute Idee. Also wieder zurück zum Tor. Ihr geht gerade nach Hause. Ihr geht gerade ja, genau. Nach Hause und dann eine ganz komplett andere Richtung. Oh mein Gott, jetzt werde ich gleich sauer. Das habe ich von Anfang an vorgeschlagen. Und jetzt willst du den Weg erst backtracken, bevor du einfach in eine andere Richtung gehst? Ja. Ja, aber wir sind voll weit weg vom Netherportal. Ja, aber geh doch einfach von hier aus woanders hin. Johnny, du hast gerade gesagt, wir sind zwei Teams. Also, wenn du willst, kannst du mit Ricky auch weiterziehen. Ich denke, es ist sehr zu hart, immer vom Portal aus irgendwo hinzugehen. Ricky, du hast die Farm kaputt gemacht. Wir sind hier stinkig auch anders hingegangen. Die hat Johnny kaputt gemacht. Johnny, warum hast du die Farm kaputt gemacht? Warum habt ihr die Farm kaputt gemacht? Es war ein Creeper und Ricky hat ihn angegriffen. Maeve und ich haben die mühselig aufgebaut. Und das macht ihr. Einmal währenddessen irgendwas gemacht. Wir haben sie repariert. Maeve, hast du noch ein bisschen Essen mit? Ein bisschen, ja. Du hast kein Essen dabei! Aber bist du nicht klar, dass wir wieder kriegen konnten? Morgi, das Essen ist tatsächlich, als die Farm kaputt gegangen ist, auch abgehauen. Bisschen weniger möglich geworden. Ist doch abgehauen, das Essen. Moment, das also Ricky, aber der Kiste war Moment. Ricky stirbt in der Mission, der weil er... Und der Kiste war nichts mehr, das habt ihr Moment. Alle dabei. Lass mich kurz zusammenfassen. Ricky stirbt, weil er in ein Lavaloch springt. Dann geht er nach Hause, jagt unsere Farm in die Luft, kommt zurück und will von denen, die gerade seit einer halben Stunde hier sich durch den Nether kämpfen, ihr Fleisch haben. Außerdem, Ricky, ich hab ganz viel Fleisch. Wenn du das mit hättest, Ricky, wenn du Fleisch willst, geh nach Hause, mach dein eigenes. Einer fehlt, wer fehlt hier? Ich. Warte. Ja, Ricky ist da hinten. Ricky, brauchst du Fleisch? Okay, wir machen das, komm. Ja, ein bisschen mehr. Ja, jetzt bist du Richtung Netherportal. Danke. Nein? Gut, dann nehme ich es wieder mit. Also. Zum Netherportal wissen wir, wo es lang geht. Einen guten Baconburger hätten wir auch und Ricky will ihn nicht. Was? Das ist die richtige Richtung. Ja, die Richtung schon, aber wir hätten ja deinen Stein folgen können. Die waren da. Ja, okay, dann läuft er schon wieder vorbei, Maeve. Für uns ja, der will ist schon vorbei. Nicht. Der will halt nicht. Er tut nur so, als ob er Baconburger-Typ ist. Schon ist er nicht. Wurde schon woanders. Ja, schon vorbei. Ich hab's dir zweimal hingeworfen, du bist immer weitergerannt hier. Aber ich glaube, deine Steine kommen hier oben gleich wieder, Hockey. Und hier hast du noch Hammelfleisch, Ricky, komm her. Gammelfleisch? Wir sind Hammel. Hammel, keine Ahnung. Wer hat die Farbe? Lass einfach mal rein und schau, was passiert. Hier irgendwo. Jockey? Ja, Jockey ist hoch in die Luft gesprungen. Gibt's irgendwie einen Trick, um eine Festung zu finden? Nee, ne? Ja. Ich glaube nicht. Du musst eine sehen können und wenn du eine gesehen hast, hast du die gefunden. Lösch dich, Ricky. Oh, das ist ein weißer Ballon.
Ja, wo sind die Steine? Okay, anscheinend habe ich den Weißballon-Achievement schon längst gehabt. Du warst der Erste, der es hat, immer noch. Aber durch das Fernrohr, oder wie? Ja. Sie ja. hat das rote Haar. Okay. Ich dachte, ich habe es nur so angeguckt. Und gelbe Zähne. Ich war der Erste. Hat jemand weggeschossen? Ja, das ist echt dumm. Wobei, es ist die richtige Richtung. Warum? Wir können ja dort gehen. Da drüben sind unsere Steine. Ich habe gesagt, ich folge Hocker. Echt, wo? Da. Hocker weiß nicht. Ich folge den Jungs immer weiter. Ich sehe unsere Steine noch nicht, was Ricky meint, aber. Da sind echt noch keine. Wie hast du es geschafft, den Enderman anzugreifen? Ich habe ihn nicht angeguckt, ich schwöre. Mach ihn mal tot. Hast du auch keine Waffen dabei? Doch, aber. Aber wir sollten ihn alle angreifen, das ist schon. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich einfach euch schlage oder so. Ja, aber er hat nicht gesagt, helf mir mal, sondern er hat gesagt, mach ihn mal tot. Ja, damit meinte ich, helft mir bitte, ihn tot zu machen. Er war unter Stress. Genau, ich war unter Drogen. Das klang jetzt nicht so, als ob er nur unsere Hilfe will. Es klang so, als ob wir es für ihn machen sollen. Hier ist ein Enderman, der mich umbringt. Oh nein, ich hab ihn gepult. Mach ihn mal weg. Mach mal jetzt. Hallo hier drüben. James, kommt sie bitte. Ich hatte rotes Haar. Sehr gut. Wo sind die Steine? Was hast du geredet? Ich weiß nicht, ich hab was Falsches gesehen. Ja, aber ich wollte gerade sagen. Mann, ich kann auch mal Fehler machen. Aber ja? Also die Richtung ist auf dem Weg. Irgendwann werden wir die Steine schon sehen. Niemand sagt, dass es nicht ist. Oh, Maeve, pass auf Maeve, da oben, pass auf da oben. Johnny, pass auf da oben. Oh Gott. Oh shit, Maeve, geh weg. Oh mein Gott. Oh shit. Das war knapp. Yo, der ist über mir vorbei. Ja. Oh, man kann mit den Fernglasses zurückschlagen sogar. Nee, ich hab's zurückgeschlagen. Ich verstehe das Timing irgendwie immer noch nicht ganz. Das war ich mit dem Schwert, Maeve. Ich hab den Lava-Fall abgebaut. Na, okay. Glaube ich. Deswegen habe ich ja gesagt. Dein ist ein Enderman. Was ist das Fernglas? Hat mich mit dem Fernglas geschlagen, Maeve? Das Fernglas hat sich gerichtet. Ja, hat er eine Feste gefunden? Oh, da ist so ein kleiner Slime. Und Geld. Nee, das ist kein Slime. Was ist das nochmal? Ja, das ist ein Lavaschleim. Okay. Oder? Oh, da ist die 7, ja, oder? Ich dachte, oh, Ricky! Nein! Was? Ich hab mich neben dir gestellt. Wie kann das schon wieder passieren, Ricky? Können wir jetzt mal Sachen aufheben? Ist er hier runtergefallen? Wir können deine Sachen nicht aufheben. Wie sollen wir da runterkommen, Ricky? Wir bauen uns doch jetzt nicht da runter. Hattest du so viel? Ich glaube, du hattest nicht so viel, oder? Ich kümmere mich dann um die Farben. Alles gut. Ich mach dir mal. Ich mach dir den Job. Boah, stark. Ich sammle schon mal Diamanten währenddessen. Ach, oder ja, so. Ich habe ja Hockys Bogen verloren. Das tut mir am meisten weh. Die Federn und der Bogen. Meine Stärke 1. Oh, ja, vor allem wegen den Pfeilen. Das ist auf jeden Fall. Absolute Bereicherung für die Gruppe. Mann, ey. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen nutzlos jetzt. Gekostet. Ja, bist du auch. Also, bis du wieder hier bist. Oh nein, er ist schlimmer als nutzlos. Er schadet. Ich war auch super nutzlos. Er hat uns mehr gekostet. Ja, du hast uns auch mehr gekostet, als du uns gebracht hast. Nee, das stimmt nicht. Ich dachte, ich hab verloren. Oh Gott. Ich hab den Bogen von Hockey und so verloren, aber der Rest war eigentlich von mir selber. Ja. Also, das Ding ist, wenn wir straight in die Richtung laufen, kommen wir beim Netherportal an. Aber ich kann mich nicht erinnern, durch den Wald gegangen zu sein. Nee, ich auch nicht. Aber es ist die richtige Richtung. Ich schwöre es. Ich hab keine Ahnung. Wir wollen also wieder zurück und dann in eine Richtung gehen. Ich hatte 7 Söhne. Ich bin erstmal bei Rickys Leiche und sammle alles ein. Ja, du machst du wirklich? Ja. Mein Beileid. Ja. Ihr macht das aber komplett unnütz jetzt gewesen, wäre die ganze Runde. Ich will doch eigentlich nicht. Nee, alles gut, du musst dich da jetzt wieder eindecken und dann musst du in die. Ricky, wieso hast du 3 Eier dabei? In die Richtung gehen. Wie ich die Hühner gesammelt musste. Oh Gott. Ja, die Eier hättest du noch gemacht. Hättest du noch schnell rein. Oh, das ist ein Ferkel. Gefällt dir Ricky, das wieso hast du 100? Gefällt dir wieso das besser, Morgi? Sag ich doch. Ricky, wieso hast du 200 Birkenstammbretter dabei? Stimmt, scheiße, ja, Ferkel ist ja falsch. Muss. Das heißt Frischling. Ja, nimm doch was nicht wert. Nimm mal was Wertloses. Gefällt mir dann doch nicht besser, Johnny. Weil es ein Wildschwein ist. Warte mal, Ricky hatte das ganze Holz mit. Nicht das ganze Holz jetzt zu nehmen, weil ich sonst habe ich alles mitgenommen. Hast du Holz Ricky mitgenommen? Hatte alles dabei? Er hat alles 200 von... Holzbretter dabei gehabt. Oh, Ricky hatte 40 Diamanten und hat sie in die Lava geschmissen. Hä, zum Bauen? Ich habe extra die ganzen Bäume ewig gepflanzt und sie gefällt und Ricky nicht. Ja, ich auch. Mit. Ich habe sie immer wieder regelmäßig gemacht. Oh, der Penis. Ja, Jungs, ihr müsst aber runterkommen, mir tragen helfen, ne? Ich kann das nicht alles mitnehmen, ne? Geil. Okay. Nee, aber ja, also wir haben den Weg gefunden. Hier sind die Steinscheiße. Ich versuch's, Maeve, ich versuch's. Ah, da! Okay. Ich meine, ich kann das Wichtige einpacken, soweit. Warte, wir dürfen jetzt aber nicht in die falsche Richtung zurückgehen. 3 gebratene Hammelfleisch, die sind doch von mir. Können wir nicht ein bisschen warten auf die anderen beiden? Ja.
Das ist die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist das Eisen hier? Au. Nee, oh nein, ich bin neben der Lava und das Schwein. Warum dachte ich gerade kurz, das sieht aus wie Eisen. Ich nein, hab das ist wieder der Frischling. Geh weg. Okay, wir sollten Mogi finden. Nicht, ja, wo ist denn Mogi? Ist der noch im Wald oder was? Boah, jetzt kann ich meine Sachen. Ich bin im Wald, ich weiß nicht, wo es zu Maeve geht. Digga, das geht so schnell. Ey, macht mal eure Level voll mit ein bisschen Quarz, ne, wenn ihr. Ja, ich hab 20 Level. Ihr wartet. Ich warte nicht, ich hab Maeve gesucht, aber. Ich meinte doch auch nicht dich, wenn du nicht wartest. Aber Johnny, ich warte gar nicht. Oh, Screenshot. Johnny, wir warten nicht. Ich schick in den Chat die Codes. Mach ich. Fully, du wartest gerade, oder? Nein, ja, doch schon, aber. Ja, aber da ist die Steinbrücke. Abbauen, da ist doch das. Sagen wir es, wie es ist. Acht in den Chat. Acht in den Chat. Acht in den Chat. Warum aber? Also, wenn wir warum da lang gehen. Moment, wir sind ja, ursprünglich hier lang gegangen, Jungs. Ja, genau, das ist richtig. Wartet mal da, ich hole Maeve. Okay. Ich habe euch verloren jetzt, glaube ich. Ihr müsst einfach da warten. Nur dort warten. Nee, ich war gar nicht bei dir, Hockey. Ja, und dann? Aber trotzdem kannst du auch. Ja, und jetzt? Ich will den so gerne angreifen. Ich würde es bereuen. Och, wer schubst dich hier gerade Richtung von dem Abgrund? Das ist Johnny. Da unten hin. Johnny ist so ein Schubser. Ich hatte auch schon so Angst Pimmel. Bei dem Jungen. Uli, ja. Mogi ist nicht mal in der Nähe. Doch. Bist du mich verarscht? Doch, das ist Mogi. Ich dachte, das ist Hockey. Junge. Ich dachte, das ist Hockey. Ich bin bei mir gleich. Aber ich schubse euch eh mal immer umher, weil ich immer vergesse, dass es geht. Bin eigentlich ja, das ist das Problem, Johnny. Das ist das Problem neben der Lava. Wir laufen bestimmt miteinander durch, oder? Naja. Mach dir die Tasche noch voll mit dem wertvollen Kram, der da drin ist. Da ist nur Scheißdreck drin. Was? Nimm alles Wichtige. Ja, das Wertvolle hab ich natürlich aus dem Kino. Also ich den ganzen Scheiß mitnehmen. Der Name ist so nur Gunpowder und das Holz oder so mit. Alles Holz hab ich noch. Ja, Gunpowder. Aber er ist gar nicht blau. Wait, das ist der mit dem Gold. Habt ihr Gold dabei? Könnt ihr ein bisschen nicht mehr. Ja, okay, ich hab so Wichtige dabei. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. Ich baue einfach das Gold ab und fütter eben. Okay, das geht's. Nein, Johnny! Dann komm, lass uns zurückgehen. Dreh dich bitte um, Johnny, da ist so nämlich eventuell müssen wir gleich kämpfen. Kommt ein Gast. Da ist nämlich gerade jemand vorbeigeflogen. Mhm. Ich höre ihn ja auch die ganze Zeit schluchzen. Der Gast kommt. Ist schon mal nach oben geflogen, alles gut. Ja, ich habe leider keinen Kuchen da. Da ist auch einer. Ah, shit. Vorsicht, Johnny. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Komm schon. Ricky, hast du nächste Woche warum Zeit? Warum kommt jetzt zum ein Skelett? Ja, klar. Schade. Ja, warum kommt jetzt ein Skelett? Ich glaube, es liegt daneben im Alter, Maeve. Tut mir leid. Wann ist der dir eingefallen? In dem Moment, oder? Was hat Maeve gerade gesagt? So vor 10 Sekunden. Dann habe ich noch im Kopf mir überlegt, wie ich es genau formuliere. Und dann habe ich ihn losgelassen. Dann habe ich den Kraken released. Hat auf ihn losgelassen, das Ding. Ich habe mich ein bisschen gemobbt. Was wäre die Möglichkeit? Soll ich dir einen Name-Tag? Warte, wer ist das von euch? Das ist der Fulltime-Gamer. Alter, ja, okay, stark, wir haben es geschafft, okay. Geht der Gast ist weg auf jeden Fall, denke ich. Wir haben Rickys Zeug, okay, perfekt. Okay. Der kommt nicht mehr wieder. Ja, dann wollen wir über die Steinbrücke, oder nicht, Jungs? Nee, dann können wir nach Hause gehen. Ah, hier ist die Steinbrücke. Wir kommen nicht von der Steinbrücke. Richtung. Dann erst mal die ganze Shit. Aber, oder? Okay. Doch, klar kommen wir von der Steinbrücke, durch die sind wir am Anfang drüber. Ja, aber wenn wir hier weitergehen, dann gehen wir doch genau den gleichen Weg entlang, den wir doch gerade lang gelaufen sind. Wir kamen doch von der Steinbrücke am Anfang. Hä? Genau, das ist doch der Punkt. Ja hier klar, die Steinbrücke und da war direkt dann das Biom dahinter. Ja stimmt, X geht hier runter. Ja dann, okay. Ich dachte, deswegen, wir gehen zur Steinbrücke darüber und dann von dort aus haben wir einen neuen Weg. So viele Cobblestones wie hier haben wir nie wieder verschwendet. Wieso neuen Weg? Wir sollten vielleicht die ganze Zeit für eine Entscheidung von uns für Cobblestones zu verwenden. Ja, egal. Ich dachte, aber geht ihr jetzt zum Netherportal oder aber was? Aber Cobblestone erkennt man gut. Wir gehen zum Portal. Unser Plan Angst ist vom Portal Gast, aus ne? einen neuen ich Weg. Ich hoffe, zu ihr habt recht. Ja, der Gast ist echt spooky. Aber der ist eigentlich weit weg. Ich glaube nicht, dass mir das da noch weil doch, jetzt wo ich die Steinbrücke so sehe, ich bin von Gott sei Dank. Wenn man hier so über diese Brücke rennt, habe ich voll gekommen, Angst stimmt. vor so Sekundenschlaf. Ja. Junge, da kann einfach wirklich jeder Mund entscheiden. Ich schwören können, wir kamen aus der anderen Richtung. Geil. Ja, aber was, wenn er einmal zuckt? Nein, also das hier ist jetzt richtig. Wenn er die Maus bewegt. Ja, jetzt weiß ich. Wenn eine Serviere irgendwo im Abgrund. Das hatte ich früher mal, als ich mit Cornel so dieses Minecraft PvP ein bisschen gespielt hatte. Aufregend war das, oder? Da haben wir uns zusammen irgendwie runtergebuddelt und mussten was machen. Und ich habe so ich war total übermüdet, habe so einen Sekundenschlaf bekommen, bin einfach in Lava reingelaufen, neben ihm. Oh mein Gott. Und er willst du mich verarschen? Ich so, Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Hä? Also war es aufregend. Aber früher bin ich auch öfter eingeschlafen. Ja, wir müssen nach vorne weiter. Der eine, der da weit läuft, der hier sind wir ursprünglich mal lang gegangen, ja. Wer ist denn das?
Hier. Also es ist, hier geht's hoch. Ja, so auf jeden Fall. Typ mit goldenen Schuhen. Ich bin das. Die haben alle goldene Schuhe. Der hat's richtig gemacht. Jonathan! Hier rauf, Leute. Ich zieh euch hoch. Oh, wir sind gleich da. Gott sei Dank. Ja, das war ja eine erfolgreiche Tour in Nessa. Wir haben was ganz gefunden, was wir nicht finden wollten. Und ey, mein Maeve. Aber so ist das. Wenn man schon mal was ausschließen kann, ist das ja schon die halbe Miete. Ja, das ist wahr. Wir können jetzt wieder exakt gegengesetzt. Also wir haben nur einmal Johnny verloren und Ricky zweimal. Hätte schlimmer sein können. Was geht denn da ab? Sag mal. Was ist denn da los? Wir haben immerhin... Ach, da ist wieder so einer. So, und jetzt können wir nämlich beim nächsten Mal in die Richtung laufen. Und wir haben Rickys Loot nicht verloren. Ich bringe den kurz mal nach Hause. Warum? Was mache ich denn, Logi? Ja, danke. Geh doch weg da. Hast du schon was Neues geboten? Nein, ich will das doch zurückschlagen. Nee, noch gar nichts. Nur ein bisschen Du hast bisher nur mal zurückgeschlagen. Und so. Wieso geht das denn nicht? Oh, warte, zu Hause sein. Ich komm zu dir. Oh, hier ist so hell. Man erkennt Sachen. Shit. Hä? Ich hätte das Timing auch nicht geschafft. Okay, wie sieht die Farm aus? Aber ich hab Angst. Nein, ich brenne. Oh Gott. Na, ich hier mal. Oh nein. Oh nein. Unsere ganzen Bestände, wirklich alles. Ricky. Mogi, sammelst du es auf? Ey, was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, ey, warte, hier sind doch noch Schweine, wir können die doch reinholen. Die ist Johnny gestorben. Ja. Warte, ich hol die rein. Er wollte unbedingt das Teil zurück. Wieso sind denn die Schweine überhaupt außerhalb vom Zaun? Ich dachte wirklich, dass das easy wäre, aber das mit dem Brennen habe ich unterschätzt. Wir haben Ricky zweimal verloren und Johnny zweimal. Wobei, nee, warte, wenn ich jetzt reinrenne und den Stein folge, kann ich meinen Stuff selber holen. Hey, wie schnell wir es auch geschafft haben, die Farm wieder ein bisschen zu reparieren, oder? Wir haben die jetzt geschafft, aber ich habe einfach instant wieder hinbekommen, dass wir Schweine haben. Schweine? Wo ist Regina? Ja, ich hol grad Kühe. So wie Männer. Schweine haben wir gar nicht versucht. Wir brauchen nur eine Kuh auf jeden Fall. Ja, ich hol gerade. So, dann geh ich ja warte mal zurück. Warte mal, die Schweine waren nie weg. Das waren. Die waren auch Johnny Town. Hat Johnny jetzt eine komplette Ausrüstung verloren oder war er eh nackt? Ich hab alles dabei von Johnny, was wert ist. Ich hab noch ein Schild, ich hab noch Gold. Ich hatte nicht viel dabei. Okay, Johnny. Dankeschön. Stiefel. Ich will den jetzt aber bekämpfen eigentlich. Du hast ein paar Level sogar von mir bekommen, denke ich. Nee, nicht wirklich. Ist das nicht funktioniert? Okay, das hier in die Kiste einfach rein. Ich war vorhin Level 20, bin ich 21, also wahrscheinlich habe ich was bekommen, aber okay, naja. Nicht sehr viel. Hat wahrscheinlich keinen krassen Unterschied gemacht. Boah, scheiße, wir haben kaum mehr Essen, aber ich brauche echt... So, keine Ahnung, was mit dem Rest. Ich arbeite an der Farm. Ich hatte noch einen Diamant. Ein paar Ofenkartoffeln. Ich hatte noch einen Helm und ein Diamantschwert. Ja, hier in der Kiste. Das habe ich nicht gefunden. Ja, gehe ich mal hin. Ja, viel Spaß. Ich überlege generell, ob ich dich ein bisschen mehr an der Farm. Ich weiß nicht, ob Diamant. Ah, Johnny, hier drüben ist einer. Nee, okay, der haut ab. Was? Ja, wie viel Essen bekommen wir jetzt auf der Farm raus, Hilden, nächsten, der da tritt? Ein Gast? Ne, ich arbeite gerade dran. Ein Gastgeber. Okay, warte, hier war das, ne? Hier sind meine. Ja, da ist es doch. Noch Holzkiste? So, dann habe ich den Rest. Irgendjemand war auch echt schlampig darin zum Neupflanzen hier. Wollen wir schon in die andere Richtung gehen? Nee, ich will eigentlich ganz gern mal... Ich hab mein Zeug. Nein, das ist hier in der Kiste. Mein Inventar wieder auf den neuesten Stand bringen. Was redest du, Hockey? Hier sind die Hände, die Diamantschwert... Oder ist das schon Ricky? Hä, hat das jemand mitgenommen? Das ist meins, das ist Maeve hat meine Sache mitgenommen. Ach, mein Diamantschwert habe ich nämlich immer noch nicht. Ricky hat sich auch noch ein Diamantschwert gemacht? Ja. Warum machst du dir ein Diamantschwert? Hä, das haben wir am Anfang doch schon gehabt. Du meintest, die Diamanten sind dir egal. Hockey, jetzt kannst du nicht so sauer sein. Nee, Maeve hat gesagt, du müsstest eine Diamantrüstung machen. Ja, danach habe ich stimmt, das dann auch. Ja, das hat er danach gesagt. Also, deswegen müssen wir kein Diamantschwert machen. Wir müssen ja auch ein Diamantschwert machen. Aber ich habe die Diamanten gesammelt. Ricky, wie läuft die Mission mit der Kuh zurück? Du hast aber auch kein Schwert gemacht, Johnny. Doch, habe ich. Oh, der ist okay. Komm mal mit, Maeve. Ja. Jetzt muss ich Johnnys. Warum hast du. Heißt der Wolle? Wo kommt Wolle hin? Ja. Hier. Ja, da oben. Ich hatte, ich weiß auch nicht, wo sind meine Sachen? Achso, weil ich ein paar Schaf getötet hatte vorher. Wo ist O? Was? In der Kiste da. Welche Kiste? Hier rechts, Maeve. Hier rechts. Und dann folgt den Stein. Okay, folgt den Stein. Wie weit verteilt mein Zeug war. Ich folge den Stein. Das sind auch eine Ja. In welche Kiste sind die drin? Ach, da in der Kiste, okay. Oh, ich bin so froh, dass du nicht gestorben bist, Morgi. Dein Verbrennungsschwert, das ist wirklich wichtig, Mann. Also, geht eigentlich, aber... Ja, für euch war es eine erfolgreiche Sache. Ich bin schon wieder zweimal verkriegt. Ich habe noch 20 XP, also ich kann noch Zeug von euch verzaubern, wenn ihr Neues braucht. Ich kümmere auch noch 21. Mich um Essen. Ich bin immer so unvorsichtig in diesem Spiel. Was schubst mich der zerbrochene Golem so weg? Ich denke einfach, ich bin unzerstörbar. Bei Johnny ist einfach immer alles, was man für Controller spielt... Oh, wir haben wieder Federn! Ist so wieder eine Schwierigkeitsstufe höher. Ego-Shooter kann ich, also Ego-Perspektive kann ich eh nicht so gut, aber das ist nicht mal das Problem. Ich bin in Minecraft einfach super riskant unterwegs. Wieso kannst du Ego-Perspektive? Einfach mich immer nicht. Einfach Minecraft mit F5 spielen. Einmal F5 ich weiß nicht, Ego-Perspektive habe ich meine ganze
meine Kindheit und Jugend kaum gemacht. Hier sind die Kühe, aber hier ist nicht deine Leiche. Nee, also ich hab doch, früher nur Minecraft. Hier unten runter, hier, hinter dir, Maeve, hier. Und eigentlich sonst nur Portal, ja. Das sind also so die zwei Ego-Perspektiven-Spiele. Wenn ich neue Pfeile mache, dann hau ich die ab. Ja, wieso hast du schon wieder 120 Holz dabei gehabt? Hab ich überhaupt nicht. Also, Hab ich überhaupt nicht. Okay, wenn du Pfeile brauchst, ich geb dir die Hälfte von mir. Von den 24, die du mir gegeben hast, habe ich nämlich nicht einen abgefeuert. Also dachte ich mir. Ich leg dir jetzt ab sofort in die Werkzeugkiste, dann können sich Leute da Pfeile rausnehmen. Aber ich find's eigentlich praktisch. Aber was du machen kannst, wenn du was für deine Aufnahmen haben willst, kann ich dir einen Spektralpfeil zeigen. Keine Sorge, Johnny. Yeah. Okay, Woody kümmert sich um die Farm. Ja, aber das kannst du... Nee, ich hol gerade... Oh Gott, das ist ein Creeper hinter dir, Hockey, ein bisschen aufpassen. Ich hol zwei Kühe gerade. Hockey, bitte nicht ins Lager, sei nicht Ricky. Naja. Nee, wir hatten nur eine Kuh eingefangen. Ah, Ricky-Mania-Moment. Nee, es ist okay, es wurde... Es ist halt unschön, ich gehe den Dreck holen. Ja, ja. Welchen Dreck gehst du holen? Warte, Moggy, wir füllen das hier mit Netherzeug aus, und nur oben kommt Erde hin. Sag mal! Du willst sogar unten ausfüllen? Ich wollte eigentlich nur die oberste Schicht machen. Ja, da können dann Viecher drin spawnen und machen Geräusche. Wenn man so eine kleine Höhle baut. Sowieso immer ist voll mit Geräuschen. Ja, aber das wäre noch schlimmer, glaube ich. Naja, wisst ihr noch, als wir Mu hatten? Hast du schon gesehen, Moggy, hier unten? Was habe ich gesehen? Ich sehe schon, wie Ricky gleich rückwärts in so ein Loch reinfällt und irgendwo in der Höhle ist. Und dann so, hallo. Hey Ricky, wo ist Keller, den du am Anfang gesagt hast? Das ist eine Fledermaus. Da hat Maeve was draus gemacht. Das ist auch Fledi. Das ist eine Filzfarbe. Der Himmel sieht so schön aus. Fledi-Mausi. Okay. Auch wenn es regnet und dunkel ist. Sieht irgendwie so. So Spektralpfeil. Hast du noch Fackel, Mogi? Hier, bitteschön. Alter, die eine Kuh ist erwachsen und jetzt geworden, Maeve. Wir sind der Reise. Wie schieße ich? Aua! Habt ihr eine kleine Kuh nach Hause gelockt und sie ist jetzt auf deine Umrisse? Jetzt ist Ricky markiert für uns alle. Oh ja, jetzt habe ich jetzt Ricky ganz in markiert. Ach, alle, ja, stimmt, ja. Oh, ich hab das auch. Oh, jetzt aber nicht mehr. Es geht nur ganz kurz, ja. Naja. Aber ich mag den Effekt, ich finde ihn witzig. Endlich die Kühe zu Hause. Ich wollte einfach dir mal sagen, besser, wenn man Ricky ein bisschen im Auge behält. Einfach erwachsen ja. geworden, die eine Kuh. Aber dazu können wir ja mal abschießen und mal schauen, was er so treibt. Nee, es Ricky ist besser. Ricky! Was geht hier ab? Warum geht auch wieder ab? Komm, mach mal das Tor hier auf. Oh mein Gott, hat man für 10 Sekunden mal keinen Spektralpfeil auf Ricky. Weine müssen. Und dann wartet das Kuhgehege auf. Geh doch raus aus dem Gehege! Warum sind denn schon wieder die Schweine reinkommen? So wenige. Ja, die gehen nicht rein, wenn du drin bist. Doch, die gehen rein, weil ich das Futter habe in der Hand. Ja, so, jetzt schieb sie doch einfach rein. Ja, dann mach doch einer von euch, schieb doch mal Futter rein. Der Futtertaktik klappt überhaupt nicht. Okay, sind drinnen. Doch, das müsste eigentlich funktionieren. Jo, hat geklappt. So, oh, Bums. Alter, jetzt wieder ein paar Kühe. Die sind doch verwandt, Ricky. Das ist egal. Sehe ich nicht so. Ist egal. Umso besser. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten, ich habe keine Ahnung, was wir beim nächsten. Ah ja, wir suchen noch nach der Festung. Wir müssen hier haben. Wir liefen mit der Festung soweit. Ja, nächstes Mal müssen wir leider nochmal in die Tiefe steigen. Oh, gar keine Lust. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.